Heute dreht sich alles um die Herbstpflege deines Rasens. Was du dazu brauchst an Maschinen und Geräten, welchen Dünger, erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Alles, was du dazu brauchst, habe ich hier. Und vor allen Dingen brauchst du jetzt erstmal den Rasenmäher. Vor einer Woche habe ich den Rasen gemäht, als es so viel geregnet hat. Und da ist er ja in die Höhe geschossen. Habe ihn runter gemäht auf 4-5 cm. Jetzt ist er wieder bei 8 cm. Und fürs Vertikutieren und die Herbstpflege brauchen wir aber eine Höhe von ca. 4-5 cm. Als zweites brauchst du eine Handvertikutierer, damit du an die Ränder von zum Beispiel Kantenstein oder Beeteinfassung auch den Rasen vertikutieren kannst, weil der Vertikutierer nachher nicht mit seinem Messer da dran kommt. Für alle Flächen, die du nicht mit dem Mäher mähen kannst, haben wir hier diese Handschere für die Ränder. Die brauchst du, damit du das Gras überall gleichmäßig runter mähen oder runterschneiden kannst. Das wichtigste Arbeitswerkzeug ist der Vertikutierer. Den brauchst du dafür, dass das feine Filz, was sich über den Sommer gebildet hat, rauskommt und der Rasen wieder richtig durchatmen kann. Im letzten Schritt düngen wir den Rasen mit einem Bio-Rasendünger für den Herbst. Dieser Dünger ist kaliumbetont, weil er den Rasen hilft, sich zu kräftigen, um den Herbst gut anzugehen und den Winter gut zu überstehen. Der Rasenmäher ist jetzt auf 5 cm eingestellt, das Kabel ist angedockt und jetzt geht's los. Der beste Zeitpunkt zum Vertikutieren ist zwischen Mitte September und Mitte Oktober. Du bereitest den Rasen ideal auf die Winterzeit vor, machst das Filz raus, vernichtest Unkräuter und bringst mehr Luft an die Rasenwurzeln. Damit stärkst du sein Wachstum und für jeden Rasenvertikutierer gilt eine Einstellhöhe der Messer zwischen 4 und 8 mm. Abhängig von der Art deines Vertikutierers und dem Boden, den du zu Hause hast. Die Menge des Herbstdüngers sind etwa 40-50 Gramm pro Quadratmeter. Und weil ich es besser rechnen kann mit 50 Gramm, habe ich mir meine Rasenfläche hier ausgerechnet. Das sind ca. 60 Quadratmeter. 50 Gramm
brauchst du dann also 3 Kilo für die 60 Quadratmeter. Bei mir sind 50 Gramm eine Handvoll Dünger. Und ich habe hier einen Handschuh an, weil der Dünger ja schon aggressiv ist für die Haut und die musst du unbedingt schützen. Als Anhaltspunkt nochmal als Tipp für dich, nimmst du dir einen 10 Liter Eimer und 3 Kilo sind ja etwa 3 Liter. Kannst du also sagen, ein Drittel des Eimers befüllst du jetzt mit dem Dünger und hast dann die Menge, die du für 60 Quadratmeter brauchst. Und jetzt mache ich mal weiter. Einfüllen und verteilen. Was noch ganz wichtig ist, es gibt Düngerwagen und du kannst es mit der Hand ausstreuen. Heute streue ich das mit der Hand aus, weil ich dir mal zeigen will, wie das in der Menge aussieht und wie ich die Fläche ablaufe, damit ich den Dünger auch gleichmäßig verteile. Mähen, düngen, vertikutieren. Das sind die 3 wichtigsten Bestandteile der Rasenpflege im Herbst, damit dein Rasen winterfit ist und gut ins nächste Frühjahr kommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal, like, kommentiere, erzähl mir, was du noch wissen willst über Rasen- und Gartenpflege, schreib in die Kommentare, ich freue mich auf dich. Deine Gärtnermeisterin Yvonne.